Mhm. Inside. Sehr spannend, sehr interessant. Oh, geil. Geil. Und in, ja, dafür ist sie auch schon weiß. Und in weiß. Das ist schon pornös, möchte ich sagen. Mhm, mhm. Ich begrüße euch heute wieder mit einem recht herzlichen Hallo und grüß Gott hier aus der GDG. Heute wieder Unboxing, nicht zu zweit, nicht zu dritt, nein, heute mache ich es alleine. Klingt, na, können wir schon, müssen wir wieder schneiden. Heute haben wir da echt was Lässiges und zwar von TA Technics haben wir bekommen ein Luftfahrwerk für die Corvette C4. Das haben wir bestellt bei ihnen und das Geile ist, die Geschichte, ich habe es euch noch nicht erzählt. Ich habe eigentlich gesagt, ja, wir bauen ja in diese Corvette C4 ein Luftfahrwerk ein, weil so oft wird das nicht umgebaut. Und dann habe ich mir überlegt dazu, wie machen wir das? Mazda MX-5, das hat relativ kurze Federbeine. Und dann haben wir gedacht, na, das könnte man eventuell, das kriegen wir sicher in die Corvette rein. Und ja, im Endeffekt haben die mir am Telefon gesagt, na, was willst du denn da mal drum basteln? Im Juni, wir kriegen im Juni wahrscheinlich den ersten Prototypen quasi für die Corvette C4. Plug and Play, einbauen mit allen drum und dran. Und dann habe ich gesagt, ja passt, na, bis Juni kann ich noch warten. Setzt mich auf die Bestellliste. Gesagt, getan. Und da ist das allererste Luftfahrwerk für die Corvette C4 von TA Technics und das werden wir jetzt mal auspacken. Es ist mein erstes Luftfahrwerk, ich habe keine Ahnung, wie das gemacht gehört, deswegen, ja, wir werden sich da mal durchhandeln. Da weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, das hat der Postbote gerade gebracht, ja, durch die ganzen Bestellungen. Wir werden es auch aufmachen, weil es wurscht ist. Was recht geil ist, die Corvette C4 Teile sind jetzt alle vom Pulver schon bekommen. Ihr seht es da hinten schon, es wurde auch zum Teil schon eingebaut. Und dass man sich jetzt einmal ein Bild davon machen kann, okay, wie passt denn die ganze Geschichte jetzt hinein. Wir fangen einfach einmal mit dieser Geschichte da an. Schauen wir mal, was ich da, da steht einmal, do not open with a blade. Okay. Nee, nicht tief. Eh nur gemütlich, ne? Den Kindermesser da, was soll sein? Ah, ich weiß schon. So, ein neues mobiles Klugscheißerboard. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Geil, braucht man. Mhm. Sehr gut und mobil. Ja, habe ich schon abgeschrieben gehabt, haben wir gedacht, das kommt nie. Bumm, stellen wir da ins Eck. So, hier ist eine Schnürung. Ihr kennt es in vorigen Videos schon, wie man das da mit den Fingern aufmacht. Ich bevorzuge immer noch das Messer. Die ganzen Schmeiß, das funktioniert einfach alles nicht. Ihr könnt mal auf TikTok schauen, wie man das aufmacht, mit den Fingern. Das schwettert unter die Fingernägel. Ja, gehen wir alles. So, die erste Box, TA Technics. Ui, da sehen wir schon, aha. Luftschlag, schätze ich. Aha. Legsuchspray, na das fängt schon gut an. Wenn man Leg, und vor allem gleich einmal zwei, ne? Na, Silikonspray und Legsuchspray. Okay. Mhm. Was haben wir da drinnen? Ich habe keine Ahnung. Es ist mein allererstes Luftfahrwerk. Schaut kompliziert aus. Ja. Aha. Knallfolie. Ein paar Druckluftventile, T-Stücke. Ehrlich gesagt, ich möchte es dem Verband sehen. Wie schaut das aus? Was ist da drin? Aha. Ist tief reingeschnitten, ich hab's gehört. Mhm. Der schaut aus wie Druckluftbehälter. Ja, ja. Schaut aber nice. Der wiegt aber echt. Der wiegt aber echt nichts. Hält das aber so aus auch? Bis wie viel Pass soll denn das gehen? Mhm. Aluminium gebürstet, muss ich sagen, schaut geil aus. Und ist echt super leicht, also das wiegt nicht einmal so viel wie eine 0,5er Cola-Flaschen. Mhm. Okay, so, da haben wir noch einmal eine Schachtel. Kompressor. Ich
Wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze überhaupt in die Corvette unterkriegen. Ah, aber die Corvette ist relativ geil, muss man sagen. Weil die hat ja hinter den Fahrern, Beifahrer sitzen, so Mulden. Also, das da. Man passt auf, das ist eine Mulde da. So. Für Klumpers, für Fache. Und das ist alles aus Kunststoff. Corvette ist aufgebaut, ein Leiterrahmen quasi. Ja, aus Eisen. Und auf das wird draufgesetzt eine Kunststoffkarosserie. Das war's. Kann nichts rosten. Plastik, fantastisch. Richtig geil. Okay, TA-Technics, Kompressor. Mhm. Sicht man das oder müssen wir das auch? Schau, schön chrom. Bist du Moped. Müssen wir wieder vorspulen da. Das wehrt sich. Mhm. Nice. Gefällt mir. Sehr hübsch. Okay. Das heißt, ich mache mir das gerne auf. Was wird denn da drinnen sein? Weil dann können die Dämpferbeine nur da drinnen sein. Ich schätze mal, dass da irgendwas Steuerungsmäßiges drinnen sein wird, weil das Ding muss ja ansteuern auch. Inside. Air Management. Mhm. Das schaut nice aus. Bedienungsanleitung und Einbauanleitung. Jetzt haben wir's. Das wird wahrscheinlich, also normalerweise liest man das ja nicht, das wissen wir ja, dass man das nicht lesen. Aber in dem Fall, glaube ich, werde ich Ausnahme machen. Achtung, bitte vor Einbau das Steuergerät sowie das Multifunktionsdisplay updaten. Werden wir machen. Danke für den Hinweis, TA-Technics. Da haben wir mal ein geiles Display. Wird man wahrscheinlich den Druck anzeigen und wahrscheinlich die Höhen. Schätze ich immer, so könnte man das vorstellen. Leitungen, Kabeln, uiuiuiui. Sicherungen sehe ich da. Ihr kennt es, man kennt wahrscheinlich ein Relais. Sicherungen von den HiFi-Anlagen, was man früher eingebaut hat in die Autos. Sehr cool. Jetzt haben wir alles da. Okay. Geil. Machen wir wieder zu. Steuerung. Jetzt sind wir da. Noch. Das Spannende. Und dann werden wir da noch eine Runde herumschauen um das Auto. Weil mit den weißen Querlenkern, mit den gepulverten, schaut das schon recht geil aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich, wenn das jemand von TA-Technik schaut, wahrscheinlich ein paar Leute aufhören. Nein, mit dem Messer eine schneiden, um Gottes Willen, da ist ja ein Gummibalk drinnen. Kannst du nicht gleich mit dem Messer drauf fahren. Klar kümmern. Wenn ich mit dem Messer durchkomme, durch den Gummi, dann hätte es kein Gummi werden dürfen. So schaut das aus. Mhm. Das schaut aus wie vorne, hinten. Es könnte vorne sein. Und ob das tief genug ist, wir werden schauen. Also ich hätte das gern so richtig am Boden liegen. Na, schaut aber auf jeden Fall schon mal ganz toll aus. Wir machen weiter auf, weil das kann ja nicht alles sein. Aha, die Mountings. Sehr spannend, sehr interessant. Noch mehr Mountings. Jetzt geht er schon unter in Knallpapier. Das wird wahrscheinlich auch Mounting. Aber wir werden dann noch einmal da durchschauen. Aber da werde ich abdrehen, sonst blamiere ich mich da, weil das ist dann wie ein Puzzle suchen, wo das hingehört. Außer die Anleitung ist gut beschrieben. Noch mehr Mountings, schau her. Ja, wir werden da einfach da einmal froh. Mhm. Noch eine Anleitung. Lindnitmuttern mit Gewinde. Haben wir schon wieder gemacht. Ganz wichtig, könnt ihr mal anschauen. Auf RP Tools, schaut euch die letzten Videos an. Da gibt es ein Video über Blindnieten, die ihr Gewinde drinnen haben. Im Motorsport das Beste, was es gibt. Brauchst irgendwo einen Halter, wurscht, passt, Lochbord, Blindniete rein, angeschraubt, fertig. Aha. Schaut aus wie Koppelstange. Jetzt haben wir es langsam. Ich habe es gleich so gemacht, jetzt werden wir schon fertig. So, das könnten jetzt die hinteren sein. Einmal lobenswert, das ist wirklich so gut eingepackt, da kann echt nichts sein. Oh, geil. Und in, ja, da ist sie auch schon weiß. Und in weiß. Ha. Geil, wir haben es nicht gewusst. Wir haben es nicht gewusst, das war Zufall. Das ist schon pornös, möchte ich sagen. Mhm, mhm.
Dann würde ich sagen, hinten, das ist vorne. Geil, geil. Da war ja noch was, genau. Die Mountings oder Brackets, wie man sie nennt. Das müssen wir uns anschauen. Echt? Keine Ahnung, wo das hin soll. Jetzt haben wir alles da. Aha, aber das ist auf jeden Fall einmal da ein Adapter für... So könnte ich mir das da schon vorstellen. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Aber es ist ja nur ein Gerate, ne? Und das schaut aus wie oben. Wie vorne oben. So. Na, gut erraten, glaube ich. Schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt auf die Anleitung. Im wunderschönen Kuvert. Also ich finde es immer cool, dass es nicht so ein schlabriges Papier ist, ja, sondern es ist echt ein fester Karton, es ist wertig, das kannst du mit dreckigen Fingern auch angreifen, ohne dass du gleich durchschauen kannst. Kennst du das vielleicht in der Werkstätte? Wenn ich ölige Finger habe und ich greife das Papier an, dann kann ich durchschauen. Bedienungsanleitung. Okay. Da haben wir einen Kabelsalat. Ich komme noch rüber. Quasi schematisch aufgezeichnet, ja, Leitungsführung, finde ich gut, finde ich sehr gut, sehr einfach auch da und übersichtlich plausibel. Also wir bauen es ja quasi eh gemeinsam ein und dann werden wir mal schauen, wie das tut. Aber was mir jetzt trotzdem fehlt, ist nämlich... wo das die Mountings hin können. Aber das fehlt mir ein bisschen. Jupp, das ist irgendwo irgendwie untergegangen jetzt, ne? Weil da ist nichts mehr dabei. Ne. Das war's für heute. Unboxing-Video. Wunderbar. Ihr seht, es ist alles da. Ich find's cool. Es ist im ersten Blick sauber verarbeitet, es ist schön gepulvert, es sind Anleitungen dabei, halt nicht für die Corvette C4, das ist ein bisschen ein Nachteil. Da werden wir dann im nächsten Video schauen, wie das hineinpasst. Das könnte nämlich ein bisschen dauern, bis ich wieder mal zurechtfinde. Aber ansonsten macht das eigentlich einen echt coolen Eindruck und schaut sauber aus, das Ganze. Ach, da ist ja noch eine Schachtel, ne? Ach, das sind aber die Ventile. Die Magnetventile quasi, schätze ich einmal. Okay, gut. Na, wurscht. Hilft nichts. Seid gespannt, schaut's rein beim nächsten Video von der Corvette. Ich hoffe, dass sie relativ bald dann richtig am Boden hängt, damit wir dann einmal mit dem Whitebody anfangen können. Und das wird nämlich richtig pornös, möchte ich sagen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar hier und vor allem fragt was, fragt uns, was wir machen sollen. Oder seid gespannt, wie das Ganze dann eingebaut ausschaut in den nächsten Videos. Deswegen am besten Kanal abonnieren und es kommen ja noch viele andere Sachen. Es geht weiter beim Nissan Skyline. Der ist momentan gerade beim Lackieren. Der kommt zurück, der wird zusammengebaut. Wir kriegen in den nächsten Wochen den Kompressor, den großen Magnusson-Kompressor. Wir sind dann im vierstelligen Leistungsbereich vom Nissan. Wir werden das Winters Quick Change Differential einbauen in den Nissan. Wir machen parallel die Corvette und dann kommt auch schon der Whitebody Kit drauf. Und bis zum Ende des Jahres soll vielleicht dann einmal alles fertig sein. Und ein paar Track Days haben wir heuer auch noch, wo wir ein paar Autos noch forcieren werden. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, stay tuned und bleibt gesund.